Willkommen, 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 Sonnenschein. Wir starten heute gemeinsam in den Tag hinein. Ja, so soll es sein und ich bin heute wirklich nicht allein. Einen wunderschönen guten Morgen, recht herzlich willkommen aus Podersdorf. Und ich freue mich heute sehr, dass einige Mitzuhörer und Mithörerinnen es geschafft haben, hier vorbeizuschauen. In Zukunft werden wir das öfters machen, also schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Freitag ist Ende der Woche. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt schon faul werden. Nein, wir bewegen uns, denn die Regelmäßigkeit ist genau die, die es ausmacht. Und wir starten gleich hinein mit der ersten Übung. Dazu gehen wir in die leichte Grätsche. Wie achten wir immer darauf, dass wir uns groß machen, dass wir unser Lächeln aufsetzen. Wir geben unsere Arme nach vorne, sprich leicht abgewinkelt, also 90 Grad abgewinkelt. Handflächen blicken zueinander und wir starten einmal ganz locker mit einer Mobilisation hinein in den Tag. Und es ist so schön da. Ich finde das so herrlich. Ja. Leichter Wind. Oder ist dafür bekannt, nicht nur für Surfen, auch für den Triathlon. Ja. Und vor allem eine wunderschöne Gegend, diese ja, pannonische Tiefebene, glaube ich, sagt man dazu. Ja. Ihr seid alle von da, oder wie? Fast alle von da. Ihr gehört, ja, da sind sogar welche angereist, extra 100 Kilometer. Ja. Ganz locker fangen wir da an, wie gesagt, einmal klein beginnen, langsam und dann merke ich eh, dass es besser wird, werde hier größer von meiner Bewegung her. Und jetzt kann ich dann den Oberkörper mitnehmen und hier richtig schön öffnen. Atmung dabei, wie immer fließen lassen. Übrigens, demnächst weiß ich, turnen wir auch in Kärnten. Wo genau, sage ich euch noch. Richtig da öffnen. Atmung, wie gesagt, fließt. Optimal aufgewärmt geht es hinein in den Tag. Und meine Frage an euch, geht es euch gut? Ja. Oh, das ist fein. Wie geht es euch zu Hause auch? Okay. Ja, passt. Ja, grüß Gott, guten Morgen, da sind wir schon da. Ja, da gehe ich schon rüber. Ja, komm her, geht schon, kannst schon einsteigen. Ja, sehr schön. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja, so, nächster Schritt. Wir kommen zur Körpermitte, können so bleiben. Und jetzt versuchen wir schon langsam mit den Fingerspitzen Richtung Knie zu kommen. Auch da mal wirklich sanft hineindehnen, leicht beginnen. Und sich herantasten. Am besten ist, ich gehe mit der Ausatmung nach unten. Und bitte ganz wichtig, jeder macht die Übungen, so gut es geht. Jetzt waren einige meiner Mitturner und Mitturner ein bisschen nervös, sage ich, nein, ihr macht einfach eure Übung, so gut es geht. Ja? Es geht nie darum, dass wir es synchron machen. Nach unten gehen mit der Ausatmung und dann werden wir spüren, dass wir da weiter nach unten kommen. So, und jetzt können wir versuchen, wir nehmen den einen Arm dazu. Jetzt gehen wir da, praktisch da ziehen wir nach unten und der andere Arm nach oben mit der Ausatmung. Gehen wir in die eine Richtung, kommen zurück, gehen in die andere Richtung, können kurz halten, aber natürlich auch wieder in die andere Richtung zu gehen. Ihr entscheidet über die Intensität, wie gesagt, mit der Ausatmung. Kann einmal in der Position auch bleiben, sprich verharren. Atmung fließen lassen. Ja, Atmung fließen lassen, Atmung. Und jede Seite noch einmal. Und noch die andere Seite. Und wir kommen zur Mitte. So, jetzt wird es dynamischer, Schulter kreisen, wir beginnen klein, wir können in der Position bleiben. Achtet immer darauf, nie ganz gestreckt, sondern Beine, ja, genauso leicht abgewinkelt. Und wir beginnen einmal ganz locker hier zu mobilisieren, ganz kleine Kreise zunächst einmal zu machen. Brauchen wir gar nicht so groß werden, das machen wir dann sowieso. In eine Richtung, kann natürlich jetzt dabei auch die Richtung wechseln, wenn ich möchte. Bleibt euch überlassen, genau, also jeder so gut es geht und jetzt schon langsam kann ich hier größer werden von meiner Bewegung her, sehr schön, und auch nach vorne, so, jetzt stellen wir die Ellbogen so ein bisschen aus, ja. Nächster Schritt, auch da beginnen wir jetzt hier zu kreisen,
und mal nach hinten. Kann man gerne ein bisschen schwungvoller machen, wenn man möchte. Und auch Schulterkreisen kann schon ziemlich ja, intensiv sein. Auch da wieder mal die Richtung zu wechseln, nach vorne zu kreisen. Und wenn es ein bisschen knackst, ist das auch ganz normal. Auch bei mir tut es das. Nicht, ihr lacht da hinten, das finde ich super. Ja? Und wieder zurück. So, und jetzt nehmen wir gestreckte Arme. Und zwar, was machen wir? Jetzt richtig schöne, große Kreise. Ihr macht es bitte weiter. Da schmieren wir jetzt so richtig schön das Pfandl aus, wie der Schmali immer sagt. Ja? Einfach kreisen. Sehr gut. Und da kann man auch dann wechseln. Eine Richtung, andere Richtung. Einfach einmal richtig schön schwingen lassen. Kann dabei ein bisschen in die Knie gehen, mitschwingen und wieder retour in die andere Richtung. Und jetzt kommt noch eine Geschichte fürs Koordinative. Wir haben das vorher kurz geprobt und zwar gegengleich. Ja? Dazu machen wir mal Folgendes. Gehen wir mit den Armen nach oben. Ja? Die, die es können, machen bitte gleich ihre Bewegungsgröße. So, jetzt gehe ich mit einem Arm nach hinten, einen auf 3, einen auf 9 Uhr. Dann nach unten beide Arme auf 6 Uhr. Jetzt wieder 3 und 9. Dann 12 Uhr. Und wieder 3, 9, 6, 9, 3, 3, 9, 12. Und wenn ich dann im Rhythmus drinnen bin, dann kann ich hier so richtig schön schwingen. Ja? Eine Richtung, eine, genau. Zack. Und jetzt wechsle ich einmal die Richtung. Ja? Richtungswechsel, wieder 12 Uhr, 3, 9, ja, 6, 3, 9 und 12, ja, und dann schwinge ich da gleich mal, ja, wie geht's euch damit? Ja, ja, wichtig ist, dass man Spaß haben, darum geht's, ja, sehr schön. So, nächster Schritt, wir bleiben in der Position, jetzt stellen wir uns vor, wir greifen da vorne hin, haben da unsere Stange und jetzt ziehen wir unser Gewicht da zurück. Dabei bitte achten wir drauf, ja, Schulterblätter sind fixiert, wir wollen da den Latissimus, den wollen wir spüren. Ziehen wir nach hinten, genau da, den wollen wir spüren. Sehr schön. Ja. Ziehen nach hinten. So, Regie, wie wir es gesagt haben wir noch? Nach hinten ziehen. Da sind wir. Jawohl, guten Morgen. Und auch da achten wir drauf, ihr macht es bitte weiter. Ja, Beine leicht abwinkelt, Nabel zieht nach innen. Wer Pause dazwischen benötigt, wenn es zu anstrengend ist, macht die bitte. Ja. Nach hinten ziehen. Was brauchen wir schon eine Pause oder was? Nicht schieben, sondern wirklich. Stell dir vor, du ziehst ein Gewicht nach hinten. Stell dir vor, ihr zieht es dran und da wollen wir es spüren. Genau, zurück. Vorher, super. Schaffen wir noch ein paar. Okay. Oh, wir bleiben schon dran. Du, Regie, wie viele Minuten haben wir noch gesagt? Zurückziehen. Ja. Und wir haben noch 7, 6, 5. Ja, lauter. Sehr gut, ich lock, also ich kann schon gehen, wenn ihr das macht. Ja, super fein, ja. So ist gut. So, Trizeps, den wollen wir anfertigen. Da würde ich mich immer gerne ebenfalls. Leichte Grätsche, Beine leicht abwinkelt, Nabel zieht nach innen, bei mir der Oberkörper leicht nach vorgeneigt. Und jetzt, auch da stelle ich mir vor, ich ziehe nach hinten und genau den wollen wir spüren. Da den Trizeps, den wollen wir spüren, ja. Da ist die Spannung, ja. Nach hinten, genau den wollen wir richtig spüren. Ja, sehr gut. Einfach da nach hinten ziehen. Nach hinten. Ja, spürt ihr schon? Nicht die Hände so, sondern wirklich nur da, wirklich da raus. Schaut, das da. Nur da, den wollen wir spüren. Nicht so, machen wir nicht, sondern wirklich nur da nach hinten. Genau, dass wir den da spüren. Ja, sehr schön. Bleibt, gibt die Hand ein bisschen nach hinten. Und jetzt geht nur der Unterarm nach vorne. Und jetzt geht er nach hinten. Jetzt gehen wir da in die Streckung. Damit wir spüren. Ja, sehr gut. Ah, noch wer dabei. Jawohl. Und geht schon. Spürt ihr? Ja?
Ihr zu Hause auch? Okay, geht schon, haben wir noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ich höre euch nicht. 4 und 1, jawohl. So, wir lockern kurz aus. Jetzt geht es darum, der Sommer ist ja schon da, damit wir einen schönen Bauch haben. Schräge Bauchmuskulatur da, so wie der Ausgangsposition. Jetzt achten wir darauf, dass wir in der Körpermitte wirklich stabil sind. Arme nach vorne, so, zusammen. Und jetzt gehen wir einmal links, einmal rechts. Genau da, wo wir... Ja, zack, also aufpassen bitte. Entschuldigen Sie mich kurz umdrehen. Nicht so dran, sondern da stabil. Eins. Ja, also, für euch auch zu Hause. Da stabil und eins. Zwei. Und wer möchte, kann jetzt noch, um es höflich auszudrücken, sein Gesäß anspannen. Oder wie man schon sagt, ist Bobschal ausspannen. Nabel zieht nach innen. Jawohl, sehr schön. Spürt ihr schon? Ja, sehr gut. So soll es sein. Kurz einmal kontrollieren, ja. Also nicht die Hände so drehen, wirklich da. Schau, da bist du stabil und jetzt gehen die Schultern, drehen sie, ja, drüber, dass du es da genau spürst. Ja? Wenn ich jetzt nur so mit den Armen mache, habe ich den Bauch nicht dabei. Ja? Wirklich, da geht zur Seite, da stabil, zack, eins, zwei, eins, zwei, super, eins, zwei, ja, schaffen wir ein paar. Okay, mit der Ausatmung, eins, zwei, und noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. So, nächster Schritt, wir bleiben in leichten Grätsche. Und zwar, wir beginnen hier zu kreisen, Hüftkreisen. Ja, ganz normal, einfache Variante zu kreisen. Klein beginnen. Kann natürlich dann, wenn ich möchte, größer werden. Einmal in eine Richtung. Bleibt euch überlassen. Ihr wechselt, wann ihr möchtet. Lächeln aufsetzen, haben wir gesagt, ja. Sehr gut, gehen in die andere Richtung. So, und jetzt kommt die neue Geschichte. Wer es kann, wenn es geht, ja. Einbeinig, das heißt, gut verwurzeln, ein bisschen windig ist bei uns. Und jetzt versuche ich hier einbeinig zu kreisen, ja. Aufpassen, ihr habt ja schon gesehen, da wurde mit dem Bein gekreist. Nein, sondern wir wollen da die Hüfte mit haben. Und da kann ich auch hier die Richtung wechseln, aber bitte nur dort, wo es geht. Sonst bleibe ich ganz normal auf Beinen stehen. Kann mich natürlich auch irgendwo festhalten, wenn die Möglichkeit besteht. Und kann einmal dann versuchen, ah ja, da geht es besser. Ja. Eine, macht nichts. Ja. Einfach versuchen zu kreisen. Ja. Nein, wir brauchen immer ein bisschen ein Steiger. Ja, das gefällt mir. Schaut, das ist eine Kombination. Ja. Einfach hineinfühlen, ist eine neue Übung, hoppala, gut verwurzeln und dann kreisen wir in eine Richtung, hoppala, schaut her, ja, und dann in die andere Richtung kreisen, sehr gut, hoppala, oder einfach nur ganz normal mit beiden Beinen am Boden, sehr schön. So, und zwar Standwaage, klassischer Standwaage, ja, ein Bein wieder gut verwurzeln, rechts oder links, so, jetzt mache ich folgendes, gehe nach vorne, schaut, immer wichtig, die Körperspannung, neige mich nach vorne, kann die Arme mal unten lassen, ja, Einsteigervariante, fang locker an, ja, so, dann gehe ich wieder nach vorne, jetzt kommt aber dann die neuere Variante, und zwar, ein Bein gut verwurzelt, jetzt neige ich mich leicht nach vorne und jetzt versuche ich hier auszudrehen, zurückzukommen und wieder absetzen, wichtig dabei bitte, achtet drauf, genau, nicht irgendwie so lasch, sondern schaut, Körperspannung, dann neige ich mich nach vorne, schaue, wie gut es geht, dann drehe ich da aus, wenn es möglich ist, und komme zurück. Hoppala. Ja, also ich war klar. Ja. Dann habe ich die nächste Möglichkeit, wir können die Arme nach oben geben. Und jetzt gehe ich nach vorne. Einsteiger, fortgeschrittene Profis, versuchen die Position zu halten. Ja, komme wieder zurück. Sehr gut. Wie schaut es bei euch daheim aus? Ja, genau. Körperspannung haben wir einfach. Gehe nach vorne. Halten die Position und es kommt
Und es kommt jetzt wirklich nicht darauf an, wie weit wir uns nach vorne neigen. Ja? Wichtig ist, dass wir die Spannung haben. Wenn es so ist, ist super. Wenn es so ist, ihr entscheidet drüber. Ja? Geh nach vorne, komm wieder zurück. Ja? Wenn es wackelt, einfach absetzen. Ja? Neu sammeln und wieder geht's nach vorne. Jawohl, nach vorne gehen. So, wie geht es euch mit dem Einbeinigen? Also wie geht es euch jetzt mit dem Ausdrehen? Haben wir schon versucht? Wie geht es euch? Versuchen wir es nochmal. Gut, verwurzeln. Neige mich leicht nach vorne und jetzt drehe ich da aus. Komm zurück und stell wieder ab. Also, ist alles eine Übungssache natürlich. Geh nach vorne, zack, dreh aus und komm wieder zurück. Immer achten auf die Körperspannung und komm wieder zurück. Ja? So, und jetzt machen wir also gemeinsam jedes Bein noch einmal. Hände nach oben. Hände nach oben, ja, und Arme geht's. Jetzt gehen wir nach vorne. Ja, versuchen in unsere Endposition zu gehen und diese zu halten. 3, 2, 1 und nach oben. Und jetzt haben wir den Wechsel. Andere Standbein, ja, und auch da nach vorne gehen, soweit es geht. Ja, lächeln setzen wir auf. Und 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. So, wir lockern aus und wenn wir schon im Auslockern sind, sind wir eigentlich schon fast drinnen in der nächsten Übung, die genau auch so beginnt. Rechts, links einmal ganz locker, ja, die Fersen gehen wir so nach außen, ja. Und wer möchte, kann jetzt hier natürlich dann richtig, ich sage einmal so fast wie jetzt hier Taki so ähnlich, jawohl, genau, da springen wir schon von einem auf das andere Bein. Ach, Bodersdorf, es ist so fein, ich turne heute nicht allein. Ja, ich möchte halt öfters bei euch sein. Jawohl, und geht schon, da können wir schon. Zack. Jawohl, vor. Und wir bleiben schon dran. Da kommt der Kreislauf richtig in Schwung. Ja, so ist fein. Einsteiger machen es halt langsam. Machen wir mal so. Ja, eins, zwei. Und dann kann ich natürlich hier versuchen, schneller zu werden. Zack. Okay, so. Wir lockern aus, jetzt geht es ums kräftigen Oberschenkel Vorderseite. Dazu ein Bein gut verwurzeln, jetzt lösen wir aus. Ja? Heben wir an, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, ziehen nach oben, kommen wieder zurück. 6, 5, 4, 3, 2, und 1. So, schütteln aus, anderes Bein. Ja? Auch wieder gut verwurzeln und wir heben an. Wie lange haben wir jetzt noch? 6, 3. Können wir ein bisschen überziehen? Können wir überziehen ein paar Minuten? 2, 3 Minuten, 1 Minute. Und noch 3, 2 und 1. Sehr schön, wir wollen ja die Oberschenkelaußenseite noch. Dazu wieder gut verwurzeln, jetzt geht's. Abspreizen, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Gehen wir nach außen. Ja, nach außen gehen. 3, 2 und 1. So, jetzt anderes Bein. Ja, anderes Bein. Und auch da. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja, und jetzt machen wir noch die hintere Seite, das untere Rückengesäß, hinterer Oberschenkel, aufrechte Körperhaltung, es geht nach hinten, zieh nach hinten, genau da wollen wir spüren, da hinten, 6, 5, 4, 3, 2 und 1, und einen haben wir noch, ja, anderes Bein, immer langsam, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr schön, wir lockern aus. So, jetzt kommen wir schon. Cool-Down-Phase. Und zwar mal vorgehen, wir stellen uns entspannt hin. Jetzt, Schultern ziehen wir nach hinten, atmen ein, saugen die Energie auf. Und beim nach vorne atmen wir aus. Und versucht wirklich alles auszuatmen. Einatmen, nach vorne ausatmen, einfach versuchen mal die Augen zu schließen und diese positive Energie aufzusaugen.
ein. Aus. Jeder noch dreimal für sich. Herrlich. Geht's euch gut? Wie geht's euch zu Hause? Ja, auch alles bestens. Dann sage ich Dankeschön fürs Mitmachen. Wochenende gibt's keine Ausreden, denn am Wochenende wird auch geturnt. Wir zeichnen jetzt dann noch zwei Folgen auf, ebenfalls 9.05 Uhr. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, wie immer heißt, trinken, 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 die Zelle, die muss. Alles Liebe, Baba, pfiat euch, ciao. Applaus für uns. Applaus, Dankeschön, super. Yeah.